Jo Freunde, was geht? Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf, denn der Papa, der ist es. In dem heutigen Video möchte ich euch einen wirklich sehr, sehr effektiven Skill-Move zeigen, mit dem ihr eure Variabilität in der Offensive steigern könnt und zudem noch unheimlich unberechenbar für den Gegner werdet. Das wirklich Coole an dem Skill-Move ist, dass er wirklich sehr, sehr einfach funktioniert. Ihr braucht bloß einen 5-Sterne-Skiller dafür und ein bisschen Timing. Aber glaubt mir, es ist keine schwere Ausführung, es ist auch nicht schwer zu bewältigen. Das Einzige, was ihr vielleicht beachten müsst, ist, wann, wie und wo genau setze ich das ein. Die Technik ist relativ einfach und sollte für jeden machbar sein. Außer ihr habt Wurstfinger des Grauens, dann wird es ein bisschen schwierig. No front an Leute mit Wurstfingern. Es handelt sich nämlich in dem heutigen Video um die Ballrolle in Kombination mit dem Scoop Turn. Die Ballrolle kann wahrscheinlich jeder, den Scoop Turn kann wahrscheinlich auch jeder. Aber ich bin mir sicher, kaum einer von euch hat diese zwei Skill Moves kombiniert zu einer Fusion, Verschmelzungsmaschine, Gerät. Also wir gehen so voran, dass ich euch zunächst einmal zeige, was für ein Trick ist das überhaupt. Dann zeige ich euch die Tastenbelegung, wie schnell ihr das ausüben müsst. Und als drittes zeige ich euch aus der Praxis, das heißt aus Division Rivals. So, dann würde ich sagen, zeige ich euch erstmal, um welchen Skill Move es sich handelt. So, wie schon erklärt, handelt es sich um die Kombination aus einer Ballrolle und einem Scoop Turn. Ich würde den Trick so beschreiben, dass wir den Gegner zunächst einmal in eine bestimmte Richtung locken. Das heißt, dass wir mit der Ballrolle ihm zuerst eine Richtung vorgeben, aber diese vorgegebene Richtung dann abrupt abbrechen, wie man auch hier sehen kann, mit einem Scoop Turn, sodass wir uns sofort in die entgegengesetzte Richtung beispielsweise bewegen und den Gegner sozusagen komplett in eine andere Richtung verladen. Wichtig ist zu sagen, dass die Exit-Richtung total variabel ist. Das heißt, ihr könnt den Scoop-Turn in eine x-beliebige Richtung ausführen, müsst sie nicht in die entgegengesetzte Richtung machen. Ich finde es am effektivsten, wenn man die Ballrolle beispielsweise hier nach links macht und dann den Exit direkt nach rechts ausführt, um den Gegner zu verladen. Wichtig ist der Abstand zum Gegner. Der Gegner darf nicht zu nah an euch stehen. Es muss ein gewisser Puffer da sein, dass der Trick auch funktioniert. Und dann sollte das Ganze auch reibungslos klappen. So, und jetzt würde ich euch ganz kurz die Tastenbelegung zeigen. Bevor es losgeht, noch ein ganz, ganz kurzer Shoutout für meinen Partner OneFootball. Freunde, die App ist kostenlos. Also ihr habt gar nichts zu verlieren, wenn ihr Fußball verrückt seid. Wenn ihr euch wirklich interessiert für Fußball, könnt ihr mit der App eigentlich nur gewinnen. Und ich nutze die App schon seit wirklich längerem und auch viele Leute, denen ich die App vorgeschlagen habe, sind sehr, 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 sehr zufrieden. Ihr seid mit der App wirklich top aktuell unterwegs. Beispielsweise hier Süle Übergewicht. Der ist fett geworden. Muss Süle abnehmen. Oder wir haben hier noch weitere Informationen wie, was macht Schalke aktuell? Oder ob es Man City schafft, Messi mit einem 10-Jahres-Vertrag nach Man City zu locken. Ihr habt hier die Top-Spiele der Woche. Mega, mega interessant, auch für die Champions League, die aktuell läuft. Es gibt tatsächlich auch eine eFootball-Rubrik, wo man über FIFA und die aktuellen Neuigkeiten über FIFA benachrichtigt wird. Also wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ihr könnt da auch völlig individuell einstellen, für welche Mannschaften interessiere ich mich, über welche Mannschaften soll ich benachrichtigt werden und so weiter und so fort. Freunde, Link in der Beschreibung. Checkt es ab. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, es wird euch gefallen. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie dieser Skill-Move funktioniert, was man genau dafür drücken muss, damit die Spieler diesen Skill-Move ausüben. Zunächst einmal ganz, ganz wichtig, ihr braucht einen 5-Sterne-Skiller. Mit einem 4- oder mit einem 3-Sterne-Skiller funktioniert das nicht so gut oder funktioniert eigentlich gar nicht. Deswegen achtet darauf, dass ihr einen 5-Sterne-Skiller habt. Und das Ganze ist jetzt eigentlich ziemlich einfach. Das heißt, ihr kombiniert die Ballrolle, die mit dem rechten Stick nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, je nachdem, wo eure Laufrichtung ist. Beispielsweise, wenn links eure Laufrichtung ist, dann könnt ihr eine Ballrolle nach oben machen, indem ihr den rechten Stick nach oben zeigt, oder ihr könnt eine Ballrolle nach unten machen, indem ihr nach unten zeigt. Wenn eure Laufrichtung jetzt nach oben ist, dann macht ihr den linken Stick einfach nach links oder nach rechts und dann habt ihr eure Ballrolle. Der Scoop Turn funktioniert eigentlich auch ziemlich einfach. Ihr braucht einen 5-Sterne-Skiller. Einfach in eine bestimmte Richtung zeigen, Schussfinte. Das Ganze funktioniert natürlich ohne die Sprint-Taste und dann habt ihr euren Scoop Turn. So, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist diese zwei Skill-Moves kombinieren im perfekten Timing, sodass dieser Skill-Move auch funktionieren kann. Das heißt, wir sprinten jetzt nach links beispielsweise, wollen jetzt unsere Kombination ausführen, lassen die Sprint-Taste sofort los, machen die Ballrolle und müssen dann sofort die Schussfinte ansetzen. Das heißt, wenn ihr nach links lauft, macht ihr eine Ballrolle und drückt dann sofort die Schussfinte. Wie schnell das Ganze hintereinander passieren muss, zeige ich euch gleich in den Videosequenzen. Dann habt ihr auch ein Gefühl dafür, wie schnell die Reihenfolge der Tastenkombinationen sein muss. Das Geile an dem Skill-Move ist, dass ihr den Exit, also wenn ihr jetzt die Ballrolle gemacht habt,
dass ihr den Exit mit der Schussfinte in jede Richtung machen könnt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht Ballrolle und Schussfinte geradeaus in die Laufrichtung machen, sondern ihr könnt die Ballrolle machen und dann die Schussfinte beispielsweise nach unten. Dann macht ihr den Scoop-Turn nach unten weg oder nach oben weg oder nach links, nach rechts, wo ihr ihn halt hinhaben möchtet. Und das ist wirklich ein riesen Ankle-Breaker. Und wie genau der Skill-Move aussieht, zeige ich euch jetzt in den Praxisbeispielen. So, im Praxisteil möchte ich euch zeigen, dass dieser Skillmove auch wirklich funktioniert. Ich habe das Ganze in Division 1 gemacht gegen sehr, 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 sehr gute Gegner. Also es ist nicht nur ein Skill für die Galerie, sondern es klappt wirklich gegen gut verteidigende Gegner und ihr schießt damit auch Tore. Ich lasse die Situation jetzt einmal für euch durchlaufen und dann gucken wir uns das Ganze in der Zeitlupe an. So, wir bekommen hier den Ball, gucken, wie weit ist der Gegner weg von uns, nutzen unseren Skill, Sprint Boost, Schuss und Tor. Wie gesagt, wir brauchen einen gewissen Puffer, einen gewissen Abstand zum Gegner, damit der Skillmove funktioniert. Und diesen Abstand haben wir genau jetzt. Der angewählte Gegenspieler ist ungefähr so 2 bis 3 Meter weg von uns. Und das ist auch genau der Abstand, den ihr einhalten müsst. Also 2 bis 3 Meter Puffer solltet ihr definitiv haben. Ansonsten funktioniert der Skillmove leider nicht. Und sobald wir diesen Puffer haben, täuschen wir jetzt mit der Ballrolle nach links weg. Und sobald der Gegner die Ballrolle als Köder geschluckt hat, nutzen wir sofort den Scoop-Turn, haben die Richtungsänderung und der Gegner kommt gar nicht mehr hinterher. Und den Rest, das ist halt eiskalt von Cantona, ne? So, die nächste Situation im 16er. Schaut euch das mal an, wie ich mir Raum schaffe und dann der Abschluss. Wie gesagt, in welche Richtung ihr den Scoop-Turn macht, ist völlig irrelevant. Hauptsache, ihr kommt in eine Situation, wie ihr schießen könnt. Hier beispielsweise verlade ich den Gegner erst nach links mit der Ballrolle. Er denkt, wir gehen auf den linken Fuß. Dann kommt sofort der Scoop-Turn und wir haben wirklich komplett freien Raum zum Schießen. Es kann nicht geblockt werden und das Ding ist natürlich drin. Auch hier könnt ihr sehen, wie effektiv der Skill-Move ist. Täuschung nach rechts, Exit nach links und dann muss ich nur noch schießen. Falls ihr keinen Abstand oder Puffer zum Gegner habt, bitte bedenkt auch immer, dass die Ballrolle, die wir ausüben, auch noch 1-2 Meter dazu holen. Das heißt, ihr könnt auch den Puffer mit der Ballrolle erzeugen, um dann den Scoop-Turn auszuführen. Also das solltet ihr natürlich auch bedenken. Was mir auch total gut gefällt an dem Skill-Move ist der Sprint-Boost, den man bekommt, wie man hier auch sehr, sehr schön sieht. Ähnlich wie beim Übersteiger, der ja aktuell Meter des Todes ist, habt ihr bei diesem Skillmove auch einen Sprint-Boost, der es für den Gegner sehr, sehr schwierig macht, den Körper dazwischen zu stellen, um den Ball zu bekommen, sodass ihr einfach nur noch durchlaufen müsst und aufs Tor zielen müsst. Mehr müsst ihr nicht machen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als würde die Verteidigungsanimation bei diesem Skillmove für den Gegner geblockt sein oder als würde sie blockiert werden, wie man hier auch sieht, sehr, sehr schön durch die Beine. Und er kann gar nichts dagegen machen, auch wenn er vor mir steht und ich knall da nur noch aufs Tor und danke und bitte. Aber dieser Skillmove ist jetzt nicht nur unbedingt dafür gedacht, im 16er irgendwie zu einer Tormöglichkeit zu kommen, was natürlich Idealfall wäre, sondern ihr könnt euch auch auf dem Flügel Raum schaffen, ihr könnt euch Raum schaffen, wenn ihr sehr, sehr viel Pressing bekommt, sehr, sehr viel Druck bekommt oder wenn der Gegner, wie hier zum Beispiel, tief in der Box drin steht, ihr seid am Flügel am 16er Rand, ihr könnt mit dem Skillmove euch Vorteile verschaffen, mit dem Sprint Boost sozusagen. Hier kann man auch toll sehen, wie ich mich von 4 Spielern gleichzeitig löse mit dieser Wendung, also wirklich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, um Situationen zu lösen. Auch hier beispielsweise am Flügel, wir täuschen nach rechts, drehen uns sofort nach links und der Gegner ist weg. Ne? Dasselbe gilt auch für diese Seite, auf der rechten Seite mit Neymar. Also wirklich, übt diesen Skill-Move, achtet auf die Abstände, sodass der Gegner nicht zu nah auf euch drauf ist. Versucht die Kombination so schnell wie möglich reinzubekommen. Bedenkt dabei auch immer, dass ihr mit der Ballrolle, die ihr ja als erstes ausführt, bereits eine Finte macht, die den Gegner in eine bestimmte Richtung verladet, sodass ihr euch Gedanken macht, in welche Richtung möchte ich denn mit dem Scoop-Turn, sodass der Gegner nicht mehr an den Ball rankommt. Also nicht einfach blind spammen, sondern euch auch ein bisschen Gedanken machen. Hey, wie muss ich das ausführen, dass ich den perfekten Exit habe? Wie muss ich das ausführen, sodass der Gegner nicht weiß, was ich mache? Wenn ihr das drauf habt, wenn ihr ungefähr wisst, wie, wann, wo und weshalb, okay, weshalb vielleicht nicht, aber wie, wann und wo, und zu welchem Zeitpunkt, dann werdet ihr auch sehen, dass ihr mit diesem Skillmove wirklich viele, viele, viele Tore schießen könnt. Falls ihr noch Fragen zu dem Skillmove habt, die ich vielleicht in diesem Video nicht beantwortet habe, dann schreibt diese Fragen gerne in die Kommentare. Ich werde mir das durchlesen. Falls ihr keine Antwort auf die Kommentare bekommt, könnt ihr mir auch auf Instagram schreiben. Aber der Skill sollte wirklich für jeden machbar sein, da er wirklich nicht so schwierig in der Ausführung ist. Es kommt nur auf das Timing drauf an, wie schnell ihr die Tasten drückt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem auch weitergeholfen. Probiert den Skillmove unbedingt aus, gebt mir auch Bescheid. Konntet ihr durchkommen, konntet ihr den Skillmove überhaupt ausführen? Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich dir jetzt noch 2 Videos empfehlen, die dir hoffentlich weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, Diebo ist der Squad.
Tschüss.